Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich bin Fridolin und ihr seid hier in der Bibliothek vom großen, hoch. Hallo, Fridolin. Entschuldigung, einen Moment mal. Was ist denn das? Oh, kleiner Frosch, du bist doch aus einem Märchenbuch entwischt. Dich muss ich wieder einfangen. Hey, warte, nicht so schnell. Was ist denn das? Das ist ein Märchenberg, Fridolin. Oh, und wer ist das da? Das ist die Heldin des Märchens. Aktuell sieht sie noch ein wenig traurig aus. Aber keine Sorge, sie wird nicht für immer traurig sein. Unsere Heldin muss, um nicht mehr traurig zu sein, Aufgaben lösen. Die Aufgaben bahnen sich hier am Märchenanfang an. Oh, okay, aber was hat es denn jetzt mit diesem Berg auf sich? Das ist der Märchenberg. Er hilft uns, den Märchenaufbau zu verstehen. Ein Märchen lässt sich in drei Teile unterteilen. Den Anfang, den Hauptteil und natürlich den Schluss. Unsere Heldin steht, wie bereits gesagt, am Märchenanfang. Aber wie kann so ein Märchen beginnen? Hilf mir doch, mich zu erinnern und kreuze die passende Antwort an. Ah, okay. Aber was gehört noch in einen Märchenanfang? Naja, Fridolin, unsere Heldin steht am Märchenanfang vor einem Problem oder einem Hindernis. Aber diese kann sie mit Hilfe von Aufgaben beseitigen. Aber wie viele Aufgaben muss unsere Heldin denn bewältigen? Es sind in diesem Fall genau drei Aufgaben. Wusstest du, die Zahl 3 und die Zahl 7 spielen in einem Märchen eine wichtige Rolle, denn sie haben eine magische Bedeutung. Na gut, ich verstehe. Jetzt ist aber Schluss mit der Traurigkeit, Prinzessin. Wandere den Berg hinauf und löse alle drei Aufgaben. So machen wir es, Fridolin. Wir sind also beim sogenannten Hauptteil unseres Märchens angelangt. Hierbei kann der Held oder die Heldin anderen Figuren begegnen, wie zum Beispiel dem Antihelden oder der Antiheldin. Diese stellen dann oftmals das Böse dar. Aber keine Sorge, unser Held schafft das, denn er hat oftmals magische Fähigkeiten. Zu seinen magischen Fähigkeiten zählt, dass er zum Beispiel mit Tieren wie mir, dem Frosch, sprechen kann. Außerdem kann es sein, dass er hierbei Hilfe von Freunden, magischen Wesen oder uns Tieren bekommt. Das klingt alles ganz schön aufregend. Aber sag doch mal, Frosch, hat es unsere Heldin denn jetzt geschafft? Na klar doch, wir sind an der Spitze des Märchenbergs und somit auch am Schluss unseres Märchens angelangt. Die Heldin hat alle drei Aufgaben gemeistert. Nun, wo sie gesiegt hat, wird sie natürlich auch belohnt. Schließlich gehört in jedes Märchen ein Happy End. Da bin ich aber froh. Das bin ich auch, Fridolin. Aber eine Sache fehlt noch. Es gibt im Märchen nicht nur einen besonderen Anfangs-, sondern auch einen besonderen Schlusssatz. Hey, ihr da draußen, könnt ihr uns dabei helfen? Toll, dass ihr den perfekten Schlusssatz gefunden habt. Aber sag mal, Frosch, ist es nicht schon ganz schön spät? Das weiß ich nicht, denn einen genauen Ort oder eine genaue Zeit, die gibt es in Märchen gar nicht. Man spricht von der Märchenraumlosigkeit. Klar ist jedoch, dass ein Märchen nie in der Gegenwart oder in der Zukunft spielt, sondern immer in der Vergangenheit. Deswegen benutzen wir zum Schreiben eines Märchens die Zeitform Präteritum. Na dann, Frosch, und wenn sie nicht gestorben sind? Dann leben sie noch heute.